Es liegt auf der Hand, dass Menschen attraktiver sind, wenn sie nicht im Stress sind. Es liegt genauso auf der Hand, dass Menschen bessere Entscheidungen treffen, wenn sie nicht im Stress sind. Daher die große Frage, was kannst du tun, was kann jeder Mensch tun, wenn er in den Stress kommt oder was kann er sogar schon davor tun, um zu vermeiden, dass er in den Stress kommt. Darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin selbst nicht nur Unternehmer, Coach, Trainer, Berater, sondern auch zertifizierter Persönlichkeitstrainer nach der Methode Birkmann. Und Birkmann hat ein Anti-Stress-Handbuch entwickelt, das genau aufschlüsselt, was du brauchst, um nicht mehr in Stress zu kommen, was deine Symptome sind, wenn du in Stress gekommen bist, was dann erste Hilfemaßnahmen sind und was du vorbeugend einüben kannst, um schnell entweder aus dem Stress rauszukommen oder nie wieder hineinzukommen. Und Dr. Birkmann hat als ehemaliger Pilot und später als Psychologe seine Arbeiten darüber veröffentlicht, wie das Stresssystem funktioniert und wie man es tatsächlich beeinflussen kann. Und seinem Modell liegt zugrunde, dass jeder Mensch in 11 großen Themenbereichen Stärken hat. Und dass diese 11 Stärken in Bezug auf Menschen, in Bezug auf Kommunikation, Motivation, Aktivität, Führung, Selbstbild und Entscheidungsfindung auf dem Fundament der Bedürfnisse aufgesetzt ist. Das bedeutet nichts anderes, dass wenn du in einem ressourcenreichen Zustand bist, alle deine 11 Stärken tatsächlich auch einsetzen kannst. Aber diesen ressourcenreichen Zustand hat Birkmann abgebildet, sichtbar gemacht. Es sind nämlich die Summe deiner Bedürfnisse, beziehungsweise die 11 einzelnen Bedürfnisse, die du hast und die ich habe. Und das Fatale ist, wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann kannst du immer weniger auf deine Stärken zugreifen, sondern rutscht immer mehr in den Keller. Und im Keller, da lauert ein ganz spezifisches, persönliches, individuelles Stressverhalten. Und auch das macht Birkmann sichtbar. Um dir sichtbar zu machen, auf welchem Fundament deine Stärken stehen, habe ich hier 11 Bedürfnistanks aufgezeichnet. Und jeder dieser Bedürfnistanks hat ein unteres Limit. So ähnlich wie bei deinem Auto, wo die rote Warnlampe angeht, wenn zu wenig Motoröl drin ist. Und du hast genauso auch ein Maximum, nachdem du dich richtest, wenn du neues Öl nachkippst. Was bedeutet das? Deine Aufgabe ist es, alle diese 11 Bedürfnistanks möglichst voll zu halten. Erst dann bist du in einem ressourcereichen Zustand und kannst deine Stärken voll ausspielen. Im Umkehrschluss bedeutet das, wenn deine Tanks nicht voll sind, sondern so leer wie hier 3, 6 und der vorletzte, dass du geneigt bist oder dass du wahrscheinlich schon im Stresszustand bist. Und Stresszustand bedeutet nichts anderes, als dass die jeweilige Stärke, die damit verbunden ist, abgeschaltet wird. So wie in einer Prüfungssituation, wenn du in einen Blackout kommst. Du hast keinen Zugriff mehr auf das, was du weißt. Du hast keinen Zugriff mehr auf das, was du an Prozeduren, also an Verhalten gelernt hast. Vielmehr schaltet dein Gehirn innerlich um in einen B-Modus, in einen Notstrom-Modus. Und das bedeutet, du wirst im Keller sitzen und ein Verhalten an den Tag legen, der dich genauso überrascht wie die anderen Menschen um dich herum. Was kannst du nun tun, damit deine Bedürfnistanks möglichst voll sind und du relativ schnell auch erkennst, wenn ein Bedürfnistank leer ist, um den wieder zu füllen? Birkmann schlägt in seinem Test, in seinem Anti-Stress-Handbuch 4 Themen vor. Und der erste Punkt ist, dass du dich selbst überhaupt kennenlernst, dass du mitbekommst, was die Anzeichen, die Indikatoren dafür sind, dass du in einem Stressmodus bist. Was sind die Anzeichen dafür, dass diese Tanks konkret leer sind? Birkmann spricht hier von den Symptomen. Das bedeutet, welche Verhaltensweisen, welche Gefühlszustände, was du tust oder unterlässt, ist ein Indiz dafür, dass du im Stress bist. Das sind die Symptome. Die zweite Komponente des Anti-Stress-Handbuchs von Herrn Birkmann lautet die Aufklärung von Bedürfnisressourcen. Also konkret die Fragestellung, was brauchst du überhaupt, damit deine jeweiligen Tanks voll sind? Bei mir beispielsweise habe ich durch den Test herausgefunden, dass umso komplexer eine Entscheidung wird, also je mehr Lebensbereiche sie tangiert, desto mehr Zeit brauche ich. Ebenso hat mir Birkmann sichtbar gemacht, dass wenn ich in einem Arbeitskontext tätig bin, dass ich umso besser, umso motivierter Ergebnisse erziele, je weniger ich Vorgaben und genaue Arbeitsanweisungen bekomme. Ich brauche eher den großen Rahmen, andere brauchen den gleichen Rahmen. Genauso hat mir Birkmann auch sichtbar gemacht, dass ich als wichtige Ressource
eine Möglichkeit brauche, mich mit vertrauten Menschen regelmäßig zu treffen, also wichtige Bezugsgruppen, mich aussprechen zu können und Wertschätzung zu bekommen. Andere Menschen haben eine ganz andere Bedürfnislage. Die brauchen vielmehr von anderen Menschen Offenheit und Ehrlichkeit. Es gibt also für jeden dieser 11 Bedürfnistanks eine Skala zwischen 1 bis 99 verschiedene Bedürfnisarten und Birkmann macht das sichtbar. Das dritte, was dir der Birkmann-Test im Anti-Stress-Handbuch abbildet, ist ein sogenannter Erste-Hilfe-Koffer. Das heißt, du hast zwischen 3 bis in der Regel 9 Tipps, was du konkret tun kannst, wenn du im Keller sitzt und voll im Stress bist. Und der Stress kann als Reaktion unterschiedlich ausschauen. Die einen werden offensiv und eher sachlich, die anderen werden eher defensiv, ziehen sich zurück und werden persönlich. Und das, wenn du das erkannt hast, die Symptome, schlägt dir sofort Birkmann eine sogenannte Erste-Hilfe-Maßnahme vor. Und das gilt es dann einzuüben, sich zu erinnern, das umzusetzen. Du wirst feststellen, dass in dem Segment dein Bedürfnistank wieder voller werden kann. Und der vierte Aspekt, den Birkmann in seinem Anti-Stress-Handbuch abbildet, sind vorbeugende Maßnahmen, also tatsächliche Prophylaxe. Was kannst du tun, an Verhaltensweisen einüben, damit es erst gar nicht dazu kommt, dass du im Keller sitzt? Also beispielsweise durfte ich lernen, in Bezug auf komplexe Entscheidungsfindern anderen Menschen mitzuteilen, wie viel Zeit ich tatsächlich brauche, um eine Entscheidung zu finden. Das hat viele überrascht, denn einfache Entscheidungsprozesse kann ich relativ schnell aus dem Stegreif entscheiden. Nur muss ich unterscheiden lernen zwischen einfachen Situationen und komplexen Entscheidungssituationen und ich musste zweitens dann lernen, mir das bewusst zu machen, dass das unterschiedlich ist und drittens durfte ich lernen, das anderen Menschen auch mitzuteilen. Denn meine Stressreaktion wäre sonst gewesen, wenn jemand anders mich unter Druck setzt, komplexe Entscheidungen zu treffen, dass ich gar nicht mehr entscheide. Und das liefert der vierte Aspekt. Was kannst du konkret tun? Was kannst du einüben? Welche neuen Verhaltensweisen sind zielführend, dass du gar nicht mehr in den Stress hineinkommst? Da ich selbst viele Jahre als Coach, Trainer und Mediator auch am Markt unterwegs bin und viele Menschen begleitet habe, weiß ich, welche Testarten auch auf dem Markt unterwegs sind. Es gibt viele gute Tests, die Stärken, die bestimmte berufliche Orientierung oder die Werte oder andere Aspekte sichtbar machen. Aber es gibt bisher keinen anderen Test, der genau sichtbar macht, was deine psychologischen Bedürfnisse sind und der auch sichtbar macht, wann du im Stress bist und die Symptome abbildet. Entscheidend ist also zunächst, um gegen den Stress zu gewinnen, zu wissen, was du brauchst, damit du gar nicht in Stress kommst. Denn der Stress ist nichts Negatives. Der Stress ist in der Regel ein fest einprogrammiertes Verhalten, was ermöglichen soll, die Bedürfnisse wieder zu erfüllen, weil du bisher mit deinem Mind, mit deinem Ratio es selbst nicht geschafft hast, deine Lebenssituation so aufzubauen, dass deine Bedürfnisse erfüllt sind. Wenn du also Klarheit haben willst, wer du bist, wenn du das lernen willst, auch zu versprachlichen, was du brauchst, und wenn du echte Handlungsmaßnahmen haben möchtest, um deine Zukunft zu gestalten, sodass alle deine Bedürfnistanks voll sind, dann lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Du kannst dich gerne hier über den Link unterhalb des Videos bei uns direkt melden für ein kostenfreies Erstgespräch. Dann bekommst du einen Überblick, welche Handbücher es noch gibt, außer das Anti-Stress-Handbuch. Dann kriegst du von uns Angebot und kannst sofort bestellen. Und auf Wunsch kannst du gerne mit einem Berater dann auch die Auswertung durchnehmen. Also du kannst jetzt das Erstgespräch beantragen oder du gehst noch auf unsere Webseite www.birkmann.info. Da findest du mehr Informationen und Hintergründe. Ich lade dich jetzt ein, das Video mit Daumen hoch zu liken, unseren Kanal zu abonnieren und gerne jetzt deinen Test auch zu bestellen, damit du Sicherheit und Klarheit bekommst, um den Rest deines Lebens im ressourcenreichen, im Zustand der Stärke zu erleben und zu gestalten und möglichst nie wieder in den Stress zu kommen. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.